Da ist mein Daumen. Da. Hä? Hass. Dann scheiß du alles raus, was ich jetzt sage. Ich war fleißig gestern, aber noch nicht fleißig genug, deswegen muss ich heute noch richtig Gas geben. Ich muss noch 3 Videos schneiden und dann habe ich zumindest die Videos auf den Laufenden. Ich muss einiges noch machen. Und damit schönen guten Tag, es ist Samstag, der 2.4.2016 und packen wir es an. Ich liebe es früh aufzustehen, es ist jetzt 6 Uhr und ich gucke, 6.52 Uhr, bin seit einer Stunde wach. Und ich liebe es. Ich war gerade einkaufen und ich habe gekauft Suppengrün, Karotten und ein bisschen offen. 2 Kilo Kartoffeln. Pepsi Light. Und 2 Batterien. Fürs Mikro, für die Kamera. Und ich habe bezahlt 6 Euro noch was. Plus Vollkornbrot beim Bäcker dann 1,44 nochmal. Und ich kann echt nicht nachvollziehen, wie man sich beschweren kann, dass man für wenig Geld nichts Leckeres zu essen bekommt. Wie man sich vollstopfen kann mit Chips und Fertigpizza und all so ein Scheiß. Ich meine, ich esse auch gerne mal eine Tüte Chips oder so. Aber, und ihr wisst, ich liebe Eintopf, aber kann man günstiger und besser satt werden als davon? Ich meine, da kann ich eine leckere Kartoffelsuppe kochen, da kann ich Möhrensuppe von kochen, da kann ich einfach einen Eintopf von kochen. Und vor allem schneller, ich meine, es dauert 20 Minuten hier einen komplett fertigen Eintopf hinzustellen. Ich hab nichts mehr aufgenommen, aber jetzt geht's los, Jens ist jetzt da. Moment. Der nächste Hund, der auf dich steht. Komm, Schätzlein. Ei, so ein feines Hundchen. Cookie. Ist gut, weil du bist so laut. Huch, hast du geduscht? Ja. Oh. Guten Tag, Herr Scheider. Wir können los. Jetzt, wo ich mich zu Ende aufgeregt habe. Ich bin so weit. Tja, ich hab dir gesagt, wie das laufen muss. Ja. Da ist mein Daumen. Da. Hä? Hass. Ich finde das nicht lustig. Eigentlich schon, aber tut weh. Hallo. Moin. Hallo. Wo ist die Chefin? Ja. Ich werde sie mir so greifen. Schön. Hörst du sie kreischen? Na, aber wie? Das war super. Hallo, ja. Gott, so viele tolle Hunde heute schon gesehen. Ja, nein. Ja, dann gehe ich gleich mit nach vorne. Wir wollen uns die Spaghetti verkleben. Ja. Ich esse Eis. Endlich wieder Eis im Eiskaffee Pinguin. Bester Eiskaffee auf Usedom. Punkt. Ja. Nur deswegen. Heute ist mir den ganzen Tag. Nimm ich. Moment. Komm, durch. Heute ist. Gestern saß ich im Strand. Im Strandsand. Im Strand saß ich nicht. In dem Strand drin. Schon. Und ich dachte schon, die 5 Minuten haben mir gereicht, um mir irgendwas wegzuholen. Weil es war natürlich frisch, aber ich hatte viel an. Ja, aber das kommt davon, wenn es von unten der Strandsand kühlt, weißt du? Ja. Yeah. Du bist jetzt auch nicht mehr in einem Alter, wo man das so leichtsinnig angehen sollte. Nee. Früher.
Guck mal, hast Glück. Warum soll ich heute nicht auch noch mal Glück haben? Wenn richtig laufen soll, brauchst du ein Team. Ist so. Ja. Also jeder gute YouTuber wie Sami Slimani, die geilen, weißt du? Ja, ja, ne? Ja, okay. Oder hier, Bibi. Ja. Oder wie sie alle, ich kenne sie ja alle nicht. Ne? Ich auch nicht. Kennst du nicht? Die haben alle ein Team. Die machen nichts alleine. Weil, wie bitte soll es denn funktionieren, dass Sami Slimani beim Aufwachen im Bett sich selbst filmt? Das geht am Morgen um 11. Halb 12 wahrscheinlich. Frühestens. Und dann zeigt er uns seine Morgenroutine. Ja. Um 12.30 Uhr. Ich finde es eigentlich schon schade, dass ich das überhaupt weiß, dass er so was macht. Du weißt mehr als ich. Ja, nein. Das ist ja auch nicht schwer. Ja, jetzt, wo ich 5 Vlogs im Rückstand war, ja, hab ich schon so gedacht, sag mal, jetzt noch jemanden haben, der sich mal hinsetzt und für dich schneidet. Ja. Oder der Vlog übernimmt, dass du dich hinsetzen kannst und schneiden. Das wäre gar nicht so schlecht, da einen Tag so ein Vlog-Takeover, weißt du? Ja. Ja, aber gibt es da nicht irgendwelche Dienstleistungsunternehmen in Pakistan, die das machen können? Den das Schneiden überlassen kannst? Ja, aber die verstehen wieder nichts. Eben, die lassen das, was ich definitiv immer rausschneiden muss, lassen die dann drin und veröffentlichen dann. Ne? Das wäre auch schlecht. Oder dann musst du doch nochmal rüber gucken. Ja, ist auch nicht so ideal. Ne? Da kannst du doch gleich selber schneiden. Ja. So, nicht wundern, ich biege kurz rechts ab. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Bei dir sowieso nicht. Mit dem Neister? Nee, der hat kein Team. Der hat kein Team. Okay. Und, nicht, grade, und wenn der kein Team haben sollte, was durchaus sein kann, weil ich es nicht besser weiß, dann macht es seine Arbeit umso respektabler. Das, ja. Weil diesen Aufwand und das auf diesem gleichbleibend hohen Niveau zu machen, finde ich respektabel. Auf alle Fälle. Ja, ja, kann ich auch respektieren. Aber er hat in einem Video mal gesagt, nee, auf Twitter hat er ein bestimmtes Video, was irgendwie eine besondere Nummer war oder so, ne? Ja. Hat er. Er hatte ab und zu mal so Statusberichte gegeben. Ja. Und dann war er in seinem Statusbericht schon, er sitzt schon seit 8 Stunden an dem Vlog. Okay. An dem einen Vlog. Ja, ja. Ne? Ja, aber dann hat er auch nicht Zeit für irgendwas anderes. Nee, der tut ja auch nichts anderes. Also, das ist der Wahnsinn. Das hört sich, achso, deswegen ja. Umweg und so, ja, jetzt verstehe ich. Nee, der tut ja nichts anderes. Weißt du? Der Wahnsinn. Und nichts anderes als der Wahnsinn. Irgendwas wollte ich jetzt Wichtiges sagen. Ah, da muss die Kamera aber zu aus sein. Na, okay. Das ist beleidigend. Dann geh erstmal Zigaretten holen. Ich sag noch was in die Kamera und danach machen wir es aus. Okay. Nein, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber absoluten Respekt für Casey, was er da macht. Weil ich weiß, was deine Arbeit bedeutet, so ein Video zu schneiden. Oder die Videos so zu schneiden, wie er sie macht. Das ist halt Arbeit. Ich sitze an meinen Videos manchmal schon lange dran und da ist nicht ganz so viel Aufwand und nicht ganz so viel Arbeit. Aber, ja. Er hat aber auch keinen normalen 9-to-5-Job, keinen 8-Stunden-Job, der wirklich seine Aufmerksamkeit erfordert. Er kann sich die Zeit auch nehmen. Ich bin unzufrieden. Redet immer noch? Nee, ich hab noch nicht wirklich, ich bin noch nicht zufrieden. Ich musste mich noch kurz sammeln. Nee, aber weißt du, er hat keinen 8-Stunden- oder 9-to-5-Job oder wie man auch immer da drüben sagt, ne? Ja. Er kann sich seine Zeit ein bisschen selber einteilen. Okay. Im Moment. Also ich weiß, man weiß ja nicht, was er wirklich macht, weißt du? Ja, welche ist Meetings? Rot, ist VW und wird von einer Frau gefahren. Weißt du? Da waren sie unsere drei Probleme. Man kriegt halt immer nur mit, dass er für Beam irgendwie rumreist, Meetings hat oder vielleicht nicht mal für Beam, sondern manchmal auch wahrscheinlich für sich selbst. Ne? Ja, keine Ahnung, was es geht, weißt du? Marketing, was weiß ich, was ist da, ne? Um so Zeug halt. Verstehe dich schon. Aber du willst vielleicht sagen, er hätte keinen 8-Stunden-Job, wo er sich die Kamera nicht haben darf. Ja. Und sich auch nicht um andere kümmern muss. Oder, ja. Ne? Er hat ja immer Zeit, sich zu. Mein verzogenes Gesicht liegt an meinem kaputten Daumen. Boah. Scheiße. Das soll jetzt hier nicht wie jammern oder so rüberkommen, aber
Nein, das ist nur eine Feststellung von Tag. Ja, ist halt, ja, ne? Also bei mir fehlen 8 Stunden vom Tag, fehlen mindestens schon mal, wo ich mich nicht um das Video selbst kümmern kann, wo ich mich nicht um das Schneiden kümmern kann, wo ich einfach raus bin. Ja. Ne? Also sind schon mal 8 Stunden, die dir fehlen. Aber. Und die sind immer zu einer festen Zeit halt weg. Also nicht, ne, ich kann nicht sagen, okay, jetzt sitze ich ein bisschen länger am Vlog dran, ne? Schneidet und dann kümmere ich mich um den anderen Scheiß, sondern entweder ist er dann fertig oder kommt später. Weißt du, wie ich meine? Ja, ne? Ich weiß, wie du meinst. Ich weiß, was du meinst. So. Und ich kann mir halt nicht die Zeit nehmen und sagen, das ist ein geiler Vlog, da sitze ich jetzt dran, bis es fertig ist und so und so will ich haben. Also ja, die Zeit kann ich mir schon nehmen, aber dann kommt es halt mal 2 Tage später, der Vlog. Ja. Was ja auch passieren kann. Ja. Bin ja auch, ich habe ja, ich wollte ja immer so haben, dass nächsten Tag der Vlog vom Vortag rauskommt, ne? Ja. Aber inzwischen bin ich auch, ich meine, jetzt war ich 5 Tage im Rückstand, ne? Aber inzwischen bin ich auch, ja, schaffe ich jetzt heute nicht fertig zu schneiden? Ja. Dann setze ich mich halt morgen ran und schneide jetzt fertig. Man muss so ein bisschen Prioritäten setzen und gucken, wie das Leben halt so spielt. Was gerade wichtiger ist, ne? Nach Hause und nehme erstmal eine Schmerztablette und halt meinen Daumen in den Po oder so. Nein, ins Eis. Gut, Herr Scheider. Alles klar. Dann tschüss. Anteleter, Alligator. Vielen, war schön, Eis essen. Ja, Eis essen ist immer toll. Ja. Auch wenn der Hass die Liebe tötet. Bis später. Tschüssi. Ciao. Das ist eine Decke gelegen, ne? Hier eine Scheiße. Hier eine Scheiße. Hier. So, Freunde der Nacht, das war's für heute. Wie immer danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und sage bis morgen. Tschüss. Mal los ab.